des ersten Statements würde ich auch gleich in die Gelegenheit geben, sofern Sie sich anschauen möchten, auf den Boden sozusagen zu gehen. Wie Sie möchten. Ja. Naja, also, das ist ja das Problem, sagen wir mal, unser Anliegen ist, dass eine never-ending story ist. Ne? Und insoweit ist ja jeder Aspekt, der jetzt beleuchtet worden ist, ich übernehme jetzt mal die Moderatorrolle, Jansen, dass jeder Aspekt, der jetzt hier vorgeführt wurde und die Sache beleuchtet hat, der hat ja einen gewissen Zugang zu dem ganzen Problem. Aber wir müssen uns fragen als Gesellschaft, auf was es uns ankommt. Und so gesehen ist das bedingungslose Grundeinkommen ist eine normative Frage. Eine normative Frage, weil wir uns fragen müssen, wie wollen wir miteinander umgehen? Und da möchte ich Sie mal so ein bisschen ganz provokant ansprechen, muss Ihnen sagen, jeder von Ihnen ist ein potenzieller Hartz-IV-Fall. Bilden sich jemand ein, dass es die anderen betrifft. Das kann einem passieren, meine Person inklusive. Sie wissen ja, welche Wechselfälle die Biografien so haben. Und wir müssen uns fragen, ob wir mit unseren Mitmenschen so umgehen wollen, wie wir heute umgehen. Das ist für mich die Hauptfrage. Und ob wir das Ziel der Freiheit, der persönlichen Selbstbestimmtheit der Menschen, ob wir das wirklich ernst nehmen, nicht nur für uns, sondern auch für die böse Nachbarin. Ich kriege auch einen Grund, der kommt dann. Ne? Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und auch die Schwiegereltern übrigens. Ne? Also, bitte, wir müssen uns deutlich machen, wenn wir Freiheit als gesellschaftliches Ziel haben, also nicht nur ein persönliches, individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches, dass wir das auch unseren Mitmenschen zugeben wollen, dann müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben zum Verzicht. Nämlich Freiheit entsteht nur dann, wenn ich in der Lage bin zu verzichten. Und genau das Grundeinkommen, das würde diese Möglichkeit des Verzichtes. Stellen Sie mal vor, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, jeder hätte ein Grundeinkommen. Und deswegen ist mir das manchmal gar nicht so unrecht, wenn die Journalisten da höhere Beträge einem hineininterpretieren. Also anfangen muss man natürlich mit dem, was heute so Arbeitslosengeld 2 ist. Aber die Zielsetzung, dass das Grundeinkommen auch mal eine größere Größenordnung hat, das würde ja die gesellschaftliche Prosperität auslösen, dass der Kuchen größer wird, den es zu verteilen gibt. Aber das hätte zur Folge, dass die Menschen wirklich arbeiten, weil sie wollen, arbeiten, weil sie einen Sinn drin sehen. Und da würde unsere ganze gesellschaftliche Realität total anders aussehen. Wir wären ein Volk, stellen Sie mal vor, wir wären ein Volk von Freelancern. Jeder von uns ist ein Freelancer. Und stellen Sie mal vor, keiner von uns hier hätte faktisch, wäre beraubt seiner faktischen Opferrolle. Wie viele Menschen, die hier im Raum sind, haben so eine Opferrolle? Ich würde gerne, wenn ich könnte, und mit meinem Mann und so, und mit meinen Kindern und mit meinen Eltern, und ich hätte einen ganz anderen Beruf und so weiter. Ne? Also diese ganzen Opferrollen, die wir uns permanent hineinflüchten, die kommen ja nur dadurch zustande, dass wir nicht die Fähigkeit haben zum Verzicht. Und deswegen kann ich Sie nur auffordern, träumen Sie mal so richtig so, I had a dream, ne? Träumen Sie mal so richtig durch, wie es wäre, wenn Sie ein Grundeinkommen gehabt hätten, seit Ihrer Geburt. Wie sich das verändert hätte, das Verhältnis zu Ihren Eltern, wie das überhaupt die Situation anders gewesen wäre, Nachbarn, Spiegel und so weiter, was es gibt. Da kann man sich so viel überlegen. Aber diese Abwesenheit der Opferrolle, dieser Quell für Depressionen, dass wir unsere gesellschaftliche Realität dramatisch ändern. Und das glauben Sie, was es auch ist, auch für mich ein Thema. Ne? Ich meine, stellen Sie mal vor, die Leute würden einfach nicht mehr kommen. Ne? Würde keiner mehr kommen. Ne? Stellen Sie mal vor. Die müssen sich dann schon sehr wohl überlegen, wie sie ihre Arbeitsplätze so gestalten, dass es interessante Arbeitsplätze sind, dass es sinnschaffende Arbeitsplätze sind. Ja.
Also wir lernen. Spätestens ist wie bei IKEA, wenn man fertig ist, weiß man, wie es richtig gegangen wäre. Also die Übergangssituation. Also das Grundeinkommen ist dann eine Sache, die man auf längere Zeit sehen muss und mit der man morgen anfangen kann. Weil es ist ja absoluter Konsens bei uns, dass jeder, ich meine, es ist heute schon so in Deutschland, dass wenn Sie nicht arbeiten wollen, brauchen Sie nicht arbeiten. Sie müssen sich nur diesen ganzen Prozeduren unterwerfen. Aber es hier kommt niemand um bei uns. Also wir sorgen schon dafür. Also es ist anerkannt. Und wir können morgen damit anfangen, mit dem, was wir heute schon an Transferleistungen aufbringen, wäre genügend vorhanden. Es ist wirklich, meine Damen und Herren, es ist eine Frage unseres Umdenkens. Das Problem des Grundeinkommens ist nicht, dass es eine Frage ist, ob man es verwirklichen kann, sondern eine Frage ist, ob wir das so denken können. Und gehen Sie mal wirklich davon aus, das ist alles schon bezahlt. Das ist alles finanziert. Weil wir leben doch nicht vom Geld, sondern wir leben doch von den Gütern. Es meint zwar vieles Leben von Ihrem Geld, aber es ist nicht der Geld. Wir leben von den Gütern. Es ist alles schon bezahlt, es ist alles finanziert. Das Problem ist, dass wir es nicht denken können. Und damit hat jeder Einzelne, der hier anwesend war, zumindest das Problem bei sich. Ich habe noch ein Problem zu Ihren Ausführungen von vorhin. Sie haben, das haben Sie auch bei anderen Gelegenheiten häufig betont, dass sozusagen auf dem, was Sie nennen, die Kulturarbeit, jede Menge Arbeit sozusagen wachlegt. Und das könnte man auf sehr unterschiedliche Weise verstehen. Das ist mir immer nicht so ganz klar, wie Sie das machen. Etwa solche Leute wie das von denen, die gebrochen das Argument auch, und die machen damit aber das gewissermaßen gemeinwohlorientierte Arbeit eigentlich da ist und sozusagen vergeben werden müsste, wobei man sich dann irgendwie das wohl so vorstellen muss, jedenfalls davon gehen, dass dafür eine irgendwie staatlich regulierte Entlohnung eben aber kein Markt. Und hätte ich gewisse Probleme, denn das wäre wiederum eine Subventionierung. Also eine Arbeit, für die ich wirklich eine Nachfrage am Markt weiß, so dass sie auch bezahlt wird, authentisch bezahlt wird, dass eine wirkliche Austauschrelation dafür vorliegt, ist tendenziell eher erniedrigend als erfüllend. Man kann aber auch sozusagen, was Sie gesagt haben, anders lesen, so, dass dadurch, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen bezogen wird, auch in dieser Befreiung, die da liegt, mehr Zeit und auch Berechtigung sozusagen dafür da ist, also im weitesten Sinne Kulturarbeit, da kann man jetzt mal ganz eng verstehen, dass die Leute mit Recht sich zum Beispiel mehr Gedanken darüber machen, wie man vernünftig seine Kinder zieht und sich mit ihnen beschäftigt. Und das könnte ja auch eine durchaus hohe Masse, hat es ja auch so sinnstiftende Funktion haben. Und es könnte sozusagen bedeuten, dass auch diese Befreiung zur Kehrseite hätte, eben eine große Motivation zur Gemeinwohlorientiertheit. Das wäre aber eben dann etwas grundsätzlich anderes als zum Beispiel bei Beck in dieser Komplementarität von Bürgerarbeit und Gemeinwohl. Das ist für mich im Grunde genommen nichts anderes als die Vorstellung einer gesteigerten Arbeitshauskonzeption aus dem 17. Jahrhundert. Ja.